Nehmen wir zweitstärksten, ist wurscht. Auf jeden Fall hat der mal 544 PS beschleunigt in 5,4 Sekunden auf 100. Ich hab 3, Mario. Wie lange machen Sie das schon? Ah, das erste Mal. Also vertrauen. Nein, ist nicht so schlimm. Na schon, zwei, dreimal habe ich das schon gemacht. Nein, mache ich schon. Wie oft? Wie oft? Wir machen das normalerweise tagtäglich. Ich bin voll, ich habe 3. V8 klingt ja, besser. Ja, denke mal. Ja, der klingt ein bisschen besser. Ja. Und Unterschied insofern, der neue Motor hat jetzt 570 PS ja. vom 63er und der 65er hat 630 PS mit dem 12-Zylinder. Was fahren Sie lieber? 65 oder 63? 63er. Die Beschleunigung ist schon nicht die schlechteste. Zur eigenen Sicherheit bitte. Nochmal kleine Bremsung. Vollbremsung. Das Auto bleibt schön stabil auf der Spur. Wird nicht in den Gegenverkehr rutschen. ABS ist an Bord. Jetzt versuchen wir eine Beschleunigung zu machen. Jetzt wechseln wir, oder? Jetzt tauschen wir Platz, ne? Nein. Aber so ein Versuch war es wert. Da will ich fahren mit dem Auto. Nein, macht mir auch Spaß. Es gibt dann oben die Möglichkeit, selbst mit dem Auto zu fahren. Okay. So, was? Beschleunigung 5,4 Sekunden, haben wir gesagt, 80 und schon sind wir auf 100. Er regelt mich jetzt schon ein bisschen runter, ich muss das schön alles ausnutzen und voll beschleunigen. 150, jetzt müssen wir in die Eisen gehen. ESB regelt, ich kann Vollgas geben, er nimmt mir das Gas nicht an. Erst wenn ich das Lenkrad öffne, lässt er mir wieder Beschleunigung zu. So, jetzt geht es da die 60% hinauf. Jetzt machen wir wieder eine ESB-Bremsung. Also wenn ich jetzt nach rechts lenke, bremst das Auto automatisch. Jetzt, ich bremse nicht. Das ist geil, Max. Da auch noch einmal ein Auto von der rechten Seite. Ich bremse nicht. ESB regelt. Alles automatisch. Ich bremse nicht. Man braucht nur lenken, lenken, Gegenverkehr, wieder zurücklenken und schon bremst das Auto automatisch. Also alle Sicherheitssachen an Bord, was möglich sind. Das da vorne simuliert die Fahrbahn, simuliert jetzt Schnee und Eis. Wie im Winter immer möglich. Wir machen jetzt eine Vollbremsung. Trotzdem kann ich das Auto lenken. Vollbremsung. Und das Auto ist, aha. Also ich kann schön um das Hindernis herumlenken. Vollbremsung, trotz Schnee und Eis. Sehr, sehr rutschig. Wir werden das später dann nochmal am eigenen Leib erfahren, wie rutschig das wirklich ist. Und genauso möglich bei uns in Europa im Winter eine Vollbremsung. Zwei Reifen, Schnee, Eis, zwei Reifen. Normalasphalt. Jetzt bremse ich volle Bremsung. Trotzdem bleibt mir das Auto stabil. Es kann vom Fahrer verlangt werden, dass er ganz leicht nach links lenkt. Aber wirklich nur ganz leicht. Sonst bleibt das Auto stabil. ABS an Bord. Was ist aber, wenn ich ABS deaktiviere? Mit der Zentralsperre ist automatisch kein ABS an Bord. Okay. Längssperre. Jetzt dreht es ihn gar nicht. Es wird unweigerlich gerade nach vorgehen. Na. Ich kann lenken, wie ich will, er nimmt mir nichts an. Keine Möglichkeit, das Auto zu beherrschen. Wir fahren jetzt auch nicht zu schnell. Und jetzt eine Vollbremsung. Vollbremsung. Voll nach links. Voll nach rechts. Was passiert? Wir rutschen geradeaus.
so, ohne dass man das Auto beherrschen kann. Rechts, kein ABS an Bord. Ah, okay. Er nimmt mir keine Lenkung an. Okay. Ich kann lenken, wie ich will. Es geht unweigerlich geradeaus. Da sieht man, wie wichtig dass das ABS ist. Ja, habe ich das bei meinem auch? Ja. Das ist was auch im Winter immer möglich ist, zwei Reifen Schnee, Eis, zwei Reifen normale Fahrbahn. Im Winter ist das immer möglich. Und jetzt eine Vollbeschleunigung. Muss nur ganz leicht korrigieren. Trotzdem haben wir am Ende da schon 81 km/h. Also wir haben nur mit den rechten beiden Rädern einen Antrieb praktisch. Links wird immer geregelt, geregelt, geregelt. Im Winter immer möglich. Was ist, wenn das ABS ausfällt? Dann dreht es uns. Dann passiert genau das. Genau. Kein ABS an Bord, zwei Räder Schnee, Eis, zwei Räder normale Fahrbahn. Nicht zu schnell und jetzt eine Vollbremsung. Oh, ist das geil? Wo ist denn links, wo ist rechts, wo ist oben, wo ist unten? Weiß das irgendwer? Nein, ich bin nur Passagier dieses Autos. Ich kann nichts machen. Nur hoffen, dass das Auto rechtzeitig zum Stehen kommt wieder. Ich bin wirklich nur Passagier. Was mache ich richtig, wenn kein ABS an Bord ist? Und so eine Bremsung? Entweder bremsen oder lenken. Bremsen, Auto wird instabil, geht nach links. Ich öffne die Bremse, lenke gerade. Das Ganze versuche ich möglichst oft zu machen. Sieht? Lenken oder bremsen, denn was passiert? Wieder das Gleiche. Bremsen, Auto wird instabil. Bremse öffnen, gerade lenken. Muss man aber ein, zweimal machen. Ja, also ich mache es heute auch. Ich mache es heute ja auch schon das zweite Mal. Ja, eben. Dritte eigentlich, ne? Das war ja die dritte Tour. Achso, ja, jetzt mache ich dann schon das dritte Mal. Ja, Mario macht da immer noch extra Einlage. So wie ich das Lenkrad enger ziehe, regelt er mich wieder runter. Er lässt mich nicht beschleunigen. Ah ja, das wollte ich vorschlagen, ob wir das machen, weil ich habe mir das nicht getraut. Ja, und der Mario, das macht, machen es wir auch. Da, wo wir vorher raufgefahren sind, fahren wir runter. Yay! Oh, fahren wir natürlich auch runter. Das ist cool. Ohne, dass wir wo anschlagen. Siehst, das hat sich ausgezahlt, dass wir das letzte gefahren sind. Genau, und in Sportmodus habe ich hab Schalter automatisch, macht automatisch Zwischengas. Genau, mit dem Sportmodus. Hammer. So passt. Und wenn wir das Auto da abstellen und dann die Autos wechseln? Ich glaube, ich werde meinen Job umsetteln. Vielen Dank. Danke. Danke.